FIFA-Points und PSN-Karten, checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA-Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus Meets Manchester City, Leute. Heute geht es weiter. Wir haben in der letzten Folge Neymar verpflichtet. Für 160 Millionen. War nicht günstig. Man lebt nur einmal, Leute, ne? Also von daher, einfach mal gegönnt. Ronaldo im letzten Spiel einfach einen Dreierpack gemacht. Alter, scheiß die Mann an. Läuft bei Cristiano. Lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Bin täglich am Start für euch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid, Leute. Jeden Tag neue Folge. Ich hoffe, ihr schaltet ein Mann. Und macht wie immer die 1 Milliarde Likes voll, wenn euch das heutige Video gefällt, ne? Ihr wisst es ja. So sieht unser Kader bislang aus. Bin eigentlich schon zufrieden. Nur eine Position, wahrscheinlich noch Stones, werden wir austauschen und Van Dijk noch verpflichten. Linksverteidiger ist auch so eine Sache. Weil, was hat ein Mendy für ein Potenzial? Mendy und Zinchenko haben beide, glaube ich, 86. Das ist halt auch, naja, Mendy hat, ah ne, das ist Ferland Mendy. Der andere Mendy, wie heißt der nur mit vorne? Benjamin, ne, heißt der. Ah, 85 sogar. Das ist halt so, ja, ich weiß es nicht, Alter. Ich finde aber Mendy besser erstmal, weil er ein bisschen größer auch ist. Ah, wir haben noch Angelino. Was mit dem Kollegen? Wollte ich eigentlich ausleihen. Oder wir leihen Zinchenko aus und lassen Angelino spielen. Angelino hat 84, naja gut. Also drei Außenverteidiger und alle halt nur so mittelmäßiges Potenzial. Ist halt auch dann immer so eine Sache, ne? Egal. Ihr wisst es, Leute, wie immer, checkt nur gerne mein Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover gibt es in orange, in blau, in rot, in grün, in den 4 Camouflage-Farben. Ihr wisst es, Leute, die neuen Designs ab sofort auch in den 4 Farben erhältlich. Hier, so sieht's aus. Und noch viele weitere Sachen. Checkt's gerne aus, Leute. Kisten, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir auch noch. Am Start die Handyhüllen in den 4 Farben. Orange, Blau, Rot, Green gibt's auch. Und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch noch zur Bestellung dazu. Ja. Also, ich danke euch, Leute, wenn ihr mich am Kauf unterstützt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal. Wir hatten nämlich ein Angebot bekommen. Mhm. Von Real Madrid, Leute. Für, wo ist er? In die Bräune. Wir können bis zu 198 Millionen verlangen, sagt unser Manager. Alter, kriegt 370.000 Geld. Junge, kriegt einfach mehr Geld als Neymar. Ist Captain jetzt bei uns. Lassen wir, glaube ich, erstmal als Captain. 124 bietet Real, aber wir gucken mal. Will ich eigentlich gar nicht abgeben. Freunde, ich will ihn nicht abgeben. Deswegen, wenn wir 200 Millionen fordern, wenn Real 200 Millionen zahlen sollte, gut, dann können sie ihn haben, aber, oh, das ist die dann. Das erste Mal, dass ich die dann hier sehe, oder? Ich habe ja noch nie mit Real verhandelt. Läuft, Alter, beim Zinedine. Beim Zinedine Zidane. Okay, schauen wir mal. So, 200. Glatt. Ich denke nicht, dass sie das annehmen werden. Wenn ja, gut. Dann müssen wir sagen, können sie ihn haben, Digga. 28-Jährigen für 200 Millionen kann man mal verkaufen. Ja, guck mal, er geht nicht mehr hoch. Ey. Er bleibt bei 100. Aber er lehnt nicht direkt ab. Also, ihr seht es, die Forderung von 200 Millionen war jetzt gar nicht so unrealistisch. Das weiß er selber. Der weiß ja selber, dass er gerade viel zu wenig zahlt mit 124, weiß er selber, dass es ein Schnäppchen ist. Weiß er jetzt, der legt jetzt eh nochmal drauf. Der geht jetzt auf 140 und danach wird er aber ablehnen. Ah, ich hab's euch gesagt, geht auf 140. Geht auf 147 sogar. Alter, scheiße, Mann, 147 schon nicht schlecht. Ah, aber ich will die Bräune behalten. 90 Millionen Marktwert. Ich meine 60 Millionen über Marktwert. Joa, kann man machen. So, jetzt wird er wahrscheinlich ablehnen. Ich denke mal, wird jetzt ablehnen, Leute. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, ich kenne ihn schon, den Zidane. Ich weiß genau, was er vorhat hier mit uns. Nicht mit uns, Kollege. Ja, guck nicht wie ein Auto, Alter. Aber doch, von vornherein klar, dass wir nicht verkaufen wollen. Er tut hier so überrascht, weißt du. Juckt ihn gar nicht. Ach genau, Linksverteidiger wollten wir noch überlegen. Weil Linksverteidiger ist halt so die einzige Position, wo man echt überlegen muss, was Neues zu holen. Ich würde halt ganz gerne den Kader hier jeden Spieler komplett auf 90 kriegen. Das ist mal wieder so mein Ziel hier. In FIFA 19 mit Juve haben wir das geschafft. Allerdings hatten wir 11 Spieler, die 90 hatten. Nicht auf jeder Position. Zum Beispiel kein Rechtsverteidiger mit 90, weil das eigentlich fast gar nicht möglich ist. Also von daher müssen wir mal schauen. Linksverteidiger ist halt immer so die Sache. Da gibt es halt Robertson. Da gibt es halt Hernandez, der halt bei Bayern spielt. Der ist halt eigentlich der einzige Linksverteidiger. Der ist halt eigentlich Innenverteidiger, aber kann auch links spielen. So, den man gebrauchen kann. Der halt auch ein 90er Potenzial hat. Wo ist er denn? Lucas Hernandez heißt der Kollege. Hier, das ist er doch. Aber den kann man meistens in der ersten Saison nicht holen. Es sei denn, wir schauen mal, vielleicht hat er eine Ausstiegsklausel jetzt direkt.
Aber ich würde den zum Beispiel, weil der 1,82 ist, würde ich den zum Beispiel nicht als Innenverteidiger spielen lassen. Der wäre mir halt zu klein. Deswegen würde ich ihn dann halt eher links spielen lassen. Na, keine Ausstiegsfolge. Gut, müssen wir dann nächstes Jahr holen. Aber den werden wir, denke ich mal, holen, weil, wie gesagt, 90er Potenzial sollten wir uns, denke ich mal, nicht den gehen lassen. Dele Alli werden wir auch gucken. Vielleicht als Backup oder so, ja, müssen wir überlegen. Wir wollen ja erstmal schauen, dass wir Van Dijk auf jeden Fall holen, weil dann ist unsere Innenverteidigung, die noch so eine kleine Schwachstelle eigentlich bei uns. Also wenn überhaupt, dann ist die Innenverteidigung die Schwachstelle, weil wir Laporte und Stones haben und dann wird es schon sehr eng. Wir haben noch Otamendi, den wir verkaufen wollen. Dann haben wir keinen anderen mehr und halt nur noch ein paar Jugendinnenverteidiger. Ist halt nicht ganz so optimal. Und Laporte will ich drin lassen, Stones will ich allerdings eher so als Backup benutzen. Das heißt, dann hätten wir Laporte und Van Dijk, Stones und dann müssten wir eigentlich sogar noch einen Backup-Innenverteidiger holen. 1:1 nur, oh, gegen PSG, De Bruyne trifft und Dagba trifft. Okay, war jetzt nicht so gut, muss man ehrlich sagen, war jetzt nicht ganz so gut. Aber gut, die haben, obwohl die mit relativ viel durchgetauscht haben, ne? Krass, Alter. Oh, die haben gerade, wo ich gerade Marquinhos gesehen habe, fällt mir natürlich Marquinhos direkt auf, weil er halt dieses Jahr auch ein sehr, sehr geiles Potenzial hat. Bis 90. Könnte man vielleicht sogar überlegen, Marquinhos, aber Marquinhos dann halt als Backup ist halt auch wieder frech eigentlich, so ein Marquinhos als Backup zu nehmen. Na gut, muss man dann überlegen, wenn man noch irgendwie Cash übrig hat. Ich weiß ja nicht, was der kosten würde. Aber was heißt als Backup? Bei uns ist ja auch mal so, wir wechseln ja gefühlt eh jedes Spiel durch. Das ist auch nur 1,83, ne? Aber es gibt dieses Jahr nicht so viele kranke Innenverteidiger-Talente, wenn man ehrlich ist. Klar, De Ligt, aber das war's dann schon wieder gefühlt. Deswegen, wir halten mal Marquinhos im Auge, Leute. Wir halten den erstmal im Auge und schauen dann weiter. Rashford kommt mir gerade in den Sinn, wenn es um Stürmer geht. Das Ding ist, es gibt eigentlich nur es gibt zwei Stürmertalente. Das ist eigentlich natürlich zum einen Kylian Mbappé und dann ist es natürlich ganz klar Joao Felix. Also wenn ich von Talenten rede, dann rede ich natürlich auch immer von 90er Talenten. Ja, weil das sind für mich richtige Talente. Alles unter 90 ist für mich kein Talent, Leute. Ah, nee, aber ihr wisst dann, wie ich es meine. Rashford hat eine 88 in Sachen Talent. Das war der einzige Spieler, wo ich überlegt hatte, vielleicht doch eine Karriere mit Man U, aber das war dann halt auch, wie gesagt, der einzige Spieler. Okay, und Pogba. Aber das war es dann eigentlich auch wieder bei Man U, wenn man ehrlich ist. Von daher hat mich dann doch nichts gereizt, irgendwie die Karriere mit Man U zu machen. Angebot für Benjamin Mondi von Arsenal, 23,6 Millionen. Wäre eigentlich, der ist 24, aber hat halt noch ein 85er Potenzial. Wäre halt bitter, den jetzt eigentlich abzugeben, weil der halt noch Potenzial hat. Es sei denn, man kriegt halt doch ein bisschen mehr als Marktwert. Dann könnte man überlegen, Leute. Da müssen wir schauen. Aber hat halt einen relativ geringen Marktwert, ne? Mit 17 Millionen. Puh, ich will eigentlich schon 30, so 35, 30, 30 bis 35 will ich eigentlich schon für den haben. Weil, das ist eigentlich bitter, Mann. Weil wenn der auf 85 ist, kriegen wir locker 40, 50 für den Außenverteidiger dann. Aber vor allem hat City den auch damals eingekauft für 50 Millionen. Warum hat der nur 17 Millionen Marktwert? Alter? Ganz, ganz komisch. 23,6, der bleibt auch stur auf seinem Angebot. Da kannst du vergessen, Kollege. Wir gehen auf 33,6. Könnte man vielleicht drüber sprechen. Nein, Alter, die nehmen es sogar an. Oh, shit. Oh, Digga, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. Scheiße, Alter. Ja gut, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Benjamin Mondi. Für 33 Millionen. Relativ guter Preis, wenn man überlegt, dass er halt noch ein Potenzial bis 85 hat. Okay, das heißt, wir müssen uns um einen neuen Außenverteidiger kümmern. Ja, Linksverteidiger ist halt so das Ding. Kommt eigentlich nur mir hier direkt Robertson in den Sinn. Aber ich weiß nicht, wie teuer Robertson halt ist. Das ist halt so das Ding. Was? 54 bis 80 Millionen? What? Ach du Scheiße, Digga. Digga. Weil ich weiß halt nicht. Hier steht, auf der einen Seite steht halt, dass der Potenzial bis 88 hat, aber auf anderen Seiten steht zum Beispiel gar nichts über den, dass der irgendwie überhaupt Potenzial hat. Deswegen frage ich mich, ob der das dann auch erreichen kann. Weil wenn wir jetzt so viel Geld für ihn auf dem Tisch liegen, dann muss der auch 88, 89 bekommen dann im Endeffekt. Und wenn der dann, was weiß ich, irgendwie bei 86, 87 stehen bleibt, weil der ist halt 25, ist jetzt auch nicht mehr so jung. Naja, dann weiß ich nicht. 89 Potenzial steht hier sogar, Alter. Da würde ich natürlich sagen, okay, geil, aber das weiß ich nicht, ob das dann auch wirklich zustande kommt. Aber man muss es halt probieren, Leute, ne? Man muss es eigentlich mal probieren und dann hätten wir halt mal, ja, so einen sozusagen Spieler, Robertson, den ich in den letzten Jahren noch nie wirklich gespielt habe in den Karrieren. Könnte also vom Ding ja auch ganz interessant sein. Und wie gesagt, man muss es ja einfach mal probieren. Denn probieren geht über studieren, Leute.
hinterher wissen wir es dann. Nationaltrainer, ja, danke dir. Ich bin abgerast. Ja, rast du mal ab. Wir müssen uns noch um die Jugendscouts kümmern. Das können wir eigentlich jetzt mal direkt machen, weil je früher die anfangen, desto früher bringen sie Spieler mit, desto besser für uns. Oh, 5 Sterne, Nordire. Sollen wir mal in England scouten? Ich scoute eigentlich nie, also ich habe eigentlich noch nie groß in England gescoutet, aber komm, wir scouten mal in England, Leute. Dann nehmen wir den Spanier mit. Den Spanier lassen wir in Frankreich scouten. Und den letzten dann wieder in Brasil. Ich glaube, so machen wir es, Leute. Den letzten lassen wir in Brasil scouten. Oh, nochmal 5 Sterne. Belgier. Könnten wir sogar in Belgien scouten lassen, aber Belgien ist zu klein irgendwie. Das lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Den schicken wir nach Brasilien. So, ich finde es immer ganz nice, weil ich hoffe natürlich, dass wir hier englischer Nationaltrainer werden. Und dann ist natürlich auch mal ganz nice, wenn man eigene Talente irgendwie mitbringt. Deswegen. Okay, Leute, das war's erstmal von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wie immer ein Like da, lasst wie immer gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Bin jeden Tag am Start. Ich hoffe, ihr seid dabei, Leute. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover in rot, in blau, in orange und in grün in den 4 Farben. Das neue Design ab sofort auch in den 4 Farben erhältlich. So sieht's aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe gibt's auch noch. Und die Handyhüllen in den 4 Farben, in Orange, Blau, Rot und Grün gibt es natürlich auch. Also checkt es gerne aus. Ich danke euch. Und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Also gerne abchecken, Leute. Neymar hofft nach durchwachsenem Debüt auf Steigerung. Ich will es hoffen, Leute. Ne? Ich will es hoffen, Leute. Das war's. Macht's gut, Leute. Bis morgen. Haut rein und...